Guten Tag, ich möchte Ihnen mal kurz die neue Selektionsmethode in der Version 10 vorstellen. Sie kennen aus Version 9, ich kann eine Fläche anklicken, kann dann die Umschalttaste drücken und selektiere meine Flächen, die ich hinzuhaben möchte, mit hinzu. Kann diese dann auch übernehmen, habe sie in meinen Flächenverbund, kann sie dann berechnen, habe dann sofort mein Ergebnis. Das sieht dann so aus. Kann aber in der Version 10 es noch ein bisschen einfacher machen, und zwar, ich klicke lediglich auf meine Fläche mit der linken Maustaste, halte diese gedrückt, fahre entlang dieser Geometrie mit gedrückter Umschalttaste und selektiere dann mein Bauteil so, wie ich es haben möchte, das heißt einfach komplett durchselektieren, so wie es sein soll. Übernehme das Ganze dann, sage, das sind meine Flächen, sage starten und habe sofort meine Bahn, einen kompletten Flächenverbund mit linker Maustaste und gedrückter Shift- bzw. Umschalttaste. Ich bedanke mich.